Lassen wir mal unsere Spekulation zu Game of Thrones ruhen und lassen wir auch The Walking Dead mal The Walking Dead sein. Heute kümmern wir uns auch nicht um das große Ereignis im Marvel-Universum, sondern schauen in eine weit, weit entfernte Galaxie. Star Wars Episode 9 wartet auf uns und wir warten immer noch auf einen ersten ordentlichen Trailer, der dann hoffentlich im April kommen wird. I know. Episode 9 wird es nicht leicht haben, denn schließlich spaltete Episode 8 nun wirklich die Geister. Die einen lieben diesen Film, wieder andere hassen ihn mit Inbrunst. Wir wollen uns an dieser Stelle als Fans von Episode 8 outen, aber auch sagen, dass wir jeden verstehen, der mit dem Film nichts anfangen kann. Happy Beach here, buddy. Come on. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit 5 Theorien zu Episode 9 und wollen diese auf ihre Wahrscheinlichkeiten abchecken. Vorsicht, Spoiler können hier zu Star Wars überall lauern, ihr seid gewarnt worden. Um nie wieder ein Video zu verpassen, abonniert uns doch einfach und aktiviert die Glocke. Impressive. Every word in that sentence was wrong. Hux wird der wahre Schurke. Es gab schon erste Leaks, die behaupteten, Kylo Ren wäre in Episode 9 einer der Guten. Und Kylo Ren hat nun schon so einiges durchgemacht im Laufe der ersten beiden Filme, aber dass er auf einmal einer der Guten wird, möchten wir an dieser Stelle stark bezweifeln. Kylo Ren ist ein ambivalenter Charakter, der wohl immer schwer damit kämpfen wird, seinen wirklichen Platz zu finden. Er fühlt sich von Luke verraten und auch von seinem Meister Snoke. Selbst Rey wendete sich von ihm ab. Kylo dürfte es wohl auch in Episode 9 nicht leicht haben, seinen wahren Platz zu finden. The Resistance is dead. The war is over. Einfacher dagegen ist es mit General Hux, der sich schon immer gegen Kylo Ren gestellt hat. Als dieser nun Snoke tötete und sich selbst zum Supreme Leader ernannte, könnte das eine Kettenreaktion mit ungeahnten Folgen ausgelöst haben. Hux ergibt sich zwar dem neuen Anführer der Ersten Ordnung, aber ob er das wirklich durchzieht, bezweifeln viele Fans. Sie gehen davon aus, dass Hux zum wahren Schurken aus Episode 9 werden könnte, denn alles, was ihn auszeichnet, ist das Böse. To the first order. Doch wie soll er wirklich die Macht an sich reißen? Er ist nicht ansatzweise stark genug, um Kylo Ren das Wasser zu reichen oder ihn vom Thron zu stürzen. Wir glauben daher eher daran, dass sich Hux zu einem Verräter entwickeln könnte, der versucht, Kylos Macht in der Ersten Ordnung durch Sabotage und Verrat zu untergraben. Natürlich in der Hoffnung, seine eigene Position zu stärken. Who do you think you're talking to? Er könnte sogar Geheimnisse an den Widerstand verraten, um Kylo Ren bloßzustellen. Das würde zu seinem Charakter passen. Fire at will. Als wahren Schurken in Episode 9 sehen wir ihn aber nicht. Dazu wurde er nicht stark genug ausgebaut und er kann sich auch nicht wirklich mit einem Imperator oder einem Snoke messen. Von daher sagen wir ganz klar Nein zu dieser Theorie, hoffen aber auf die Verräter-Variante. Ah, gut. Snokes anderer Schüler taucht auf. Snoke mag zwar tot sein, aber seine Lehren sind es noch lange nicht. Natürlich wünschen sich auch viele Fans einfach den fiesen Anführer der Ersten Ordnung zurück, aber es gibt Theorien, die sich eher darauf stützen, dass sein Schüler auftauchen wird. Ein anderer Schüler als Kylo Ren. Vertreter dieser Theorie stützen sich da auf ein Star Wars Magazin und den darin befindlichen Artikel zu Snoke. Da wird gleich zu Beginn gesagt, dass Snoke Kylo Ren und mindestens einen anderen Schüler trainiert hat. Natürlich kann man davon ausgehen, dass Snoke mehr als einen Schüler gehabt haben wird. Es bleibt jedoch die Frage, ob der wirklich wichtig für Episode 9 sein dürfte. Einige Fans gehen davon aus, dass die Unknown Regions im letzten Teil der Skywalker-Saga eine wichtige Rolle spielen werden und dass sich dort möglicherweise Snokes unbekannter Schüler aufhalten könnte. Allerdings glauben wir nicht so wirklich daran, dass wir noch einen zweiten Schüler kennenlernen werden. Jetzt noch wieder einen wichtigen Charakter einzuführen, würde von der Hauptstory zu sehr ablenken. Lieber wollen wir mehr von den Knights of Ren erfahren. Vielleicht ist dort ja auch Snokes zweiter Schüler oder es stellt sich am Ende heraus, dass der zweite Schüler einfach ein uralter Jedi ist, denn schließlich ist Snoke ein uraltes Wesen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann brauchen wir keinen zweiten Schüler, der bräuchte dann auch wieder eine Hintergrundgeschichte und das würde, wie gesagt, nur ablenken. Complete your training and fulfill your Destiny. Jede Menge Machtgeister. Okay. Wenn man dem Internet Glauben schenkt, was wir natürlich alle tun, dann dürfte Episode 9 ein richtiger Geisterfilm werden. Machtgeister haben ja eine lange Tradition im Star Wars Filmuniversum. Nachdem wir zuletzt Yoda als Geist in The Last Jedi erleben durften, gehen wir auch ganz stark davon aus, dass wir in Episode 9 ebenfalls Kontakt mit den Toten haben.
Yes, yes, yes. Am offensichtlichsten ist natürlich Luke Skywalker, den wir im letzten Teil der Skywalker-Saga nicht missen wollen. Luke könnte auf diese Weise weiterhin an Reys Seite stehen und ihr seine Sichtweise auf die Macht weitergeben. See you around, kid. Wieder andere Theorien gehen davon aus, dass sogar Darth Vader dieses Mal einen Cameo haben könnte. Wenn wir davon ausgehen, dass Rey durch Luke besucht wird, könnte Kylo Ren nun endlich mit seinem Großvater in Kontakt treten. Grandfather. Am Ende könnte Vaders Auftritt aber einfach nur ein abschließendes Cameo sein, ganz so wie der Auftritt von Obi-Wan, Yoda und Anakin in die Rückkehr der Jedi-Ritter. Forgive me. Der Millennium-Falken wird zerstört. Es hat den traurigen Anschein, dass die neue Star Wars Trilogie in jedem Film etwas töten muss, das uns Fans lieb ist. Im ersten Teil starb Han Solo, im zweiten Teil opferte Luke sein Leben. Die logische Schlussfolgerung ist, dass auch in Teil 3 jemand von uns gehen muss. Die traurige Tatsache, dass Carrie Fisher verstarb, wird mit Sicherheit auch im dritten Teil verarbeitet werden und für einen emotionalen Moment sorgen. Doch viele Fans gehen davon aus, dass wir uns in Teil 3 auch vom Millennium Falcon verabschieden müssen. Das wäre schon ziemlich bitter und irgendwie hoffen wir sehr, dass es dazu nicht kommen wird, aber es ist durchaus eine plausible Möglichkeit. Chewie, we're home. Eine andere Form der Macht. Kylo Ren ist weder Jedi noch Sith. Rey hat sich von den klassischen Wegen der Jedi abgewendet. I will not be the last Jedi. Könnte es also sein, dass wir in Episode 9 nun wirklich eine andere Form der Macht sehen werden? Die sogenannte graue Macht? Das ist eine Sichtweise auf die Macht, die keine Seiten sieht. Sprich, es gibt keine dunkle oder helle Seite der Macht. What do you know about the Force? Die Fähigkeit, diese Art der Macht zu beherrschen, kostet viel Kraft. Daher ließen sich einige Individuen dazu verleiten, diese Macht zu manipulieren. So entstanden dann die unterschiedlichen Lehren der dunklen und hellen Seite der Macht. Episode 9 könnte nun wirklich eine neue Ära einleiten, auch für die Machtnutzung. Rey könnte die neutrale graue Macht erlernen und eine neue Schule aufbauen. Und somit hätten auch die Filme ein neues Konzept von der Macht, das in nachfolgenden Filmen weiter ausgebaut werden könnte. That force does not belong to the Jedi. Was haltet ihr von den Theorien? Was sind eure eigenen Vorstellungen für Episode 9? Freut ihr euch auf den Film? Schreibt es uns in die Kommentare. Für mehr zu Star Wars schaut euch diese Videos an.